Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Clash of Clans. Es ist endlich soweit, mein Rathaus 10 ist mittlerweile schon ein paar Tage fertig, glaube ich. Ein paar Tage waren es gewesen. Ich habe hier schon so ein bisschen was gebaut. Den ganzen normalen Kram. Ich habe sogar mal es geschafft, wenigstens 5 Millionen Gold für einen Inferno-Turm zu farmen. Ja, hier muss noch sonst viel ausgebaut werden, aber ich glaube, das Gold behalte ich jetzt erst einmal. Hier, der Boost ist aktuell am Laufen. Bohrer könnte man ausbauen, ich denke aber für das Elixier oder mit dem Elixier werde ich jetzt erstmal das Labor ausbauen, denn das dauert ja auch noch ein Weilchen. Und ich muss ja Bartstruppen und so weiter aufrüsten. So, oh, hier haben wir noch ein kleines Bäumchen, das kann man abbauen. Hier haben wir noch Buschwasser, das kann man abbauen. Es ist anscheinend wieder ein Update gekommen, kann man gleich mal gucken. Ich sehe bei rechts bei diesen komischen Dingern da. Hier. Dass da ein Ausrufezeichen ist. Und ich wurde in die Ligastufe 1, Gold 1 befördert. Das ist immer sehr schön, weil ich möchte von den Ligastufen jetzt ziemlich weit höher gehen, weil aktuell kann ich eh nur noch Rathaus snipen, weil es sowas von nur mit Bartstruppen fast unmöglich ist zu farmen. Weil das meiste, was du farmen kannst, ist einfach das Rathaus, weil ich habe keinen, wirklich keinen einzigen guten wirklich gefunden. Ich habe jetzt zweimal jeweils eine Stunde gefarmt. Das Maximum, was gewesen war, glaube ich, 600.000 Gold. Also insgesamt in der eine Stunde. 600.000 Gold, das ist so unglaublich schwierig geworden. Selbst auf Rathaus 9 war es unglaublich schwierig gewesen. Rathaus 10 jetzt natürlich noch ein bisschen schwieriger. Zu farmen, das ist einfach unglaublich krass. Also ich bin schon stolz drauf, dass in den Inferno-Turm die 5 Millionen dafür gesammelt zu haben. Den zweiten möchte ich dann auch gleich noch bauen, denke ich. Also noch 2,6 Millionen Gold fehlen halt noch. Ja, Clan Kicks heute wieder. Wird natürlich, warum sollte mir einer was spenden, ne? Ist ja egal. Überall woanders, ich bin der Einzige, der noch nichts hat. So gut. Tatsache, ich bin der Einzige, der noch nichts hat. Finde ich immer total geil, wenn die Leute nichts machen, ne? Volle Stücke. Okay, mein Kriegsdorf muss ich dann auch noch anpassen für Rathaus 10, weil aktuell ist noch Rathaus 9. Das Dorf, aber da werde ich mir einfach irgendwo anders einen abgucken. Ich kenne sonst keine, also aktuell noch nicht, aber gucken wir da einfach mal. Mein Juwelen von... Keine Ahnung. Und dann kommen wir hier mal ganz kurz, fasse allem einen Schub für... Was? Ah, Actus endet am 7. Januar. Nice Sache, Alter. Bis zum 7. Januar geht es noch. Das heißt noch eine Woche und einen Tag. Ah ja. Clash of Clans Niveau sinkt auch. Deine Mama. Hm, ganz toll. Werde ich mir garantiert nicht anschauen. Was für ein Schwachsinn. So, ansonsten sehe ich hier nichts, ne? Also lediglich... was haben sie denn geändert? Lediglich hier hingepackt, wie lange das noch hält, oder wie... Wie Schwachsinn ist das denn? Und dafür eine Serverwartung. Echt geil. Okay. Ja, Rathaus 10, wie gesagt, ist fertig. Als nächstes werde ich dann halt mein Labor aufrüsten. Für 870.000 Elixier. Und halt noch den zweiten Entfernturm bauen. Werde mir dann halt bei Gelegenheit eine neue TH10-Base bauen. Und halt wirklich auch noch die Armeelager. Aber es dauert halt noch eine Weile. Schauen wir mal, wie ich das hinkriege. Mal schauen. Auf jeden Fall würde ich halt versuchen, hochzukommen, weil Dominik sagte auch, er farmt halt wirklich meistens den Liga-Bonus. Es ist von den Angriffen her relativ schwierig, da wirklich noch was zu... Also keine Ahnung, ich habe wirklich ungelogen, 2 Stunden habe ich gefarmt. Und das Höchste, was ich mal gefunden hatte, waren vielleicht 100.000 Gold gewesen. Total Schwachsinn, also wirklich. Die haben, selbst als dieser Clash of Clans Forecaster... wie heißt das? Genau, Clash of Clans Forecaster gesagt hat, das ist der beste Loot überhaupt. Ich habe nur Scheiße gefunden, das ist unglaublich gewesen. Also es ist schon ein bisschen traurig gewesen. Ja, was sonst noch? Ich habe hier... Ja, ansonsten ist nicht wirklich was großartig passiert hier. Heute mal wieder den ersten Klagweg mitgemacht. Den Helden habe ich noch im Ausbau, den Barbarenkönig. Ist aber jetzt nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. Meine Queen auf 17, mein Barbarenkönig jetzt mittlerweile auf 14. Den will ich jetzt auch so ein bisschen nach und nach nachziehen. 42.000 DE noch bis zur Queen. Und ja, ansonsten... Ich kann die Mauer noch ausbauen, aber... nee, lass mal. Die können ruhig da stehen bleiben. Die sind jetzt erstmal unwichtig. Ja, wir kämpfen halt gegen Team Hanbat. Team Hanbat haben überhaupt gar keine klare Beschreibung. Geile Sache. Dann halt nicht. 131. Oh, mittlerweile sagst du, haben wir auch schon 73 gewonnene Krieger. Not bad, not bad. Aber hier halt wirklich. Was hat denn der erste? Bestimmt auch ein TH11er, oder? Ne, TH10er, okay. Wir haben letzten Klangkrieg, glaube ich, gegen einen TH11er gekämpft. Das war mega witzig gewesen. Also ich nicht. Ich habe nur so geschaut. Aber okay. Ja, Inferno-Turm wird ausgebaut. Ich würde sagen, den lasse ich jetzt auch einfach erstmal bauen. Ich werde versuchen, weiter zu farmen. Ach genau, wir könnten uns so ein bisschen angucken. Verteidigungsstock. Ich werde die ganze Zeit immer überfallen. Das ist so lächerlich. Ich greife mit Riesen an, kriege nichts hin. Gegner greifen mit Riesen an, zerstören meine gesamte Base. Das ist so lächerlich, Alter. Vor allem jedes Mal so viel DE weg. Ich verstehe nicht, warum diese Pisser jedes Mal so heiß auf mein DE sind, Mann.
Ey, könnt ihr nicht selber irgendwie was produzieren, ihr Spasten? Jedes Mal wird mein DE-Lager komplett zerstört. Immer wieder 1600, 1600, 2500 und so weiter und so weiter. Immer wieder weg. Das ist unglaublich, Alter. Ich weiß nicht, wie man so normal spielen soll, wenn jedes Mal bei jedem Angriff alles weggenommen wird. Da habe ich echt keinen Bock mehr auf dieses Scheißspiel. Vor allem, wenn du mit dem Angriffen nie wirklich was bekommst. Ich will, na doch, theoretisch müsste ich angreifen. Ah, ich greife auch mal an. Scheiß auf den 3-Stunden-Schild. Und hier, weißt du, hier hast du perfekt, hier hast du, wenn du einen Liga-Bonus hättest, du könntest so viel Gold klauen, weil du kommst auch nicht rein. Also mit Bartstruppen zu farmen ist heutzutage einfach unmöglich, weil die Leute alles eingemauert haben, alles. Das ist völlig egal, die haben immer eingemauert. Das ist das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist später mit Gewipe und so weiter anzugreifen für den normalen Angriff. Da musst du aber auch so 20 Minuten warten mit Boost. Und ich würde sagen, ich greife den einfach an. Ich meine, ich muss die Truppen sowieso loswerden, ja, komm. Es ist mega scheiße auf dem Handy zu spielen. Ich weiß nicht, wie ihr das schafft, auf diesem Kack-Handy zu spielen. Ohne Witz, Mann. Ich habe es versucht, aber mein Gott, ist das dreckig. Wir holen uns ein paar Prozente hier durch die... Na? Damit wir ein bisschen mehr Beutebonus bekommen. Im Endeffekt muss ich sowieso alles einsetzen. Aus dem Grund, dass ich meine Truppen ja vorbereiten muss für Go Wipe. Oder mein Armeelager leer machen muss für Gewipe. Das heißt, ich kann die Queen auch gleich noch setzen. Ich kann meine Klamauk noch setzen. Und Zauber muss ich behalten. Ja, wäre natürlich schön gewesen, Queen, wäre es dann rechts gelaufen. Ich hätte natürlich die Queen auch hier hinten einsetzen können. Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen gehabt. Aber es wäre natürlich auch schön gewesen, wäre sie nach rechts gelaufen. Ich meine, warum sollte sie nach rechts laufen? Jetzt läuft sie natürlich ganz nach rechts, oder? Nein, natürlich nicht. Bestimmt greift sie gleich eine Mauer an, ne? Greift sie eine Mauer an? Nein, mein Gott, die Queen ist intelligent. Sie klaut uns noch mal ein bisschen Gold. 5000 pro Attack, das ist nicht wenig. Und hat noch mal ein paar Prozente mehr dazu. Und leider, die 50% erreiche ich nicht mehr. Das ist schade. Ist aber auch egal. Jetzt greift sie ein Mauerstück an. Warum sollte sie irgendwie weiterlaufen? Das ist total dumm. Aber gut. So ist es halt. So ist die KI. Und 11.560, nice. Ich will auf jeden Fall wieder so Kristall 1, vielleicht auch Meister gehen. Mal schauen, wie wir das machen können dort am besten. Hm. 18, glaube. 6. 1 und 2 Golems. Mein Gott, bin ich gut, Alter. Und ich fehle irgendwo noch einen Zauber. Wutzauber hat gefehlt, glaube ich, noch. Ja, Mann, bin ich gut. Okay, können wir den Rest noch löschen? Brauche ich den sowieso nicht mehr. Ach, das kann man später löschen. Tja. Dann würde ich sagen, meine Freunde. TH10 ist erreicht. Ich versuche, so viel wie möglich machen zu können. Auf jeden Fall erstmal mit dem Boost, ist schon mal nicht schlecht. Schon mal ein kleiner Anfang. Aber mal gucken, was dann so später noch dazu kommt. Ja, das war's jetzt mal gewesen mit der weiteren Folge von Clash of Clans. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.